Ja, herzlich willkommen zur Web-Talk-Reihe Time to Talk politische Jugendbildung 2021. Vielleicht waren Sie schon mal hier, vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal hier. Diese Web-Talk-Reihe beleuchtet die Schwerpunktthemen des Förderjahres 2021 der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volks- und Schulverband. Wir diskutieren hier gemeinsam mit verschiedenen ExpertInnen und AkteurInnen aus der politischen Jugendbildung und versuchen so einen Raum für Erfahrungsaustausch zu schaffen und eben ein Diskussionsforum über die großen politischen aktuellen Themen. Heute ist es der vierte von insgesamt sechs Web-Talks. Und heute, das haben Sie wahrscheinlich gesehen, als Sie sich angemeldet haben, geht es um Verschwörungserzählungen und in dem Kontext auch um Fake News und Hate Speech. Und aber auch die Frage, ob das eigentlich alles so zusammengehört oder was die Dinge voneinander unterscheidet. Genau, ich darf mich, bevor wir weitermachen, selber einmal kurz vorstellen. Wenn Sie noch nicht bei den Web-Talks waren, dann kennen Sie mich noch nicht und wollen vielleicht wissen, wer hier jetzt schon die ganze Zeit redet. Ich bin Susanne Jahangard. Ich arbeite von Hamburg aus als freie Journalistin und Moderatorin. Ich schreibe und spreche unter anderem bei Veranstaltungen oder auch in Podcasts über Themen wie vielfältige Gesellschaften, Ungleichheiten, Migration und Arbeit. Die Web-Talk-Reihe Time to Talk wird von der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volks- und Schulverband organisiert. Das hatte ich gerade auch schon kurz gesagt. Und sie wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Genau, das waren die organisatorischen Hinweise zum Anfang. Und jetzt sehen Sie schon, dass Sie außer mir hier noch zwei andere Personen sehen. An der Stelle herzlich willkommen an unsere beiden Gästinnen heute, Katharina Nokun und Elisabeth Fast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und möchte auch Sie beide erst mal kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch kommen. Elisabeth Fast arbeitet als Mitarbeiterin im Projekt Die Bank, verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die beschäftigen sich dort mit Fragen wie zum Beispiel, was macht Verschwörungsideologien aus? Wie hängen Verschwörungsideologien mit Antisemitismus zusammen? Wie verbreiten sie sich in der Lebenswelt von Jugendlichen, aber auch von Lehrkräften? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Seit Januar 2020 gibt es das Projekt Die Bank und das geht da diesen Fragen nach und entwickelt Präventionsangebote zu Antisemitismus und Verschwörungsideologien in Sachsen vor allem. Genau, und der Ansatz ist, gemeinsam mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Lehrkräften sowie Menschen in der Jugendbildung, der Jugendarbeit und der sozialen Arbeit verschiedene Methoden zu erarbeiten und zu testen, mit denen eben verschwörungsideologischem Antisemitismus entgegengetreten werden kann. Herzlich willkommen, Frau Fast. Genau, dann möchte ich gerne unsere zweite Gästin noch vorstellen, Katharina Nokun. Sie ist Bürgerrechtlerin und Publizistin, hat Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Münster und Hamburg studiert. Sie hat bundesweite Kampagnen geleitet, unter anderem für die Bürgerbewegung Kampakt, die Verbraucherzentrale, den Bundesverband davon und Mehr Demokratie e.V. Vielleicht haben Sie Frau Nokun auch schon mal gesehen. Sie ist nämlich regelmäßig als Expertin zu Gast in verschiedenen Fernsehtalk-Formaten und sie veröffentlicht auch selber Beiträge in Medien wie der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, der Zeit und dem Freitag. Sie schreibt einen Blog, der heißt Katascha, oder den findet man unter der Adresse katascha.de. Dort setzt sie sich mit gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung und politischen und demokratiefeindlichen Bewegungen auseinander. Und Frau Nokun ist auch Autorin von Büchern. Eins habe ich tatsächlich hier und kann es direkt einmal in die Kamera halten. Und zwar heißt das True Facts. Das ist in diesem Jahr erschienen. Das hat sie gemeinsam mit Pia Lamberti geschrieben. Und da geht es darum, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Herzlich willkommen, Frau Nokun. Hallo. Genau, jetzt habe ich Sie beide vorgestellt und ich glaube, wenn man an das große Thema Verschwörungserzählungen denkt, jetzt gerade in der aktuellen Zeit, dann denkt man vielleicht erstmal an Corona, an die Pandemie. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, Frau Nokun, dass zum Beispiel bei einer Beratungsstelle Nordrhein-Westfalen in Corona-Zeiten also die Beratungsnachfrage sich, glaube ich, vervierfacht hat. Wie schätzen Sie das denn ein? Also diese Gefahr oder diese Popularität von Verschwörungserzählungen jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, ist das auch besonders verbreitet unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ist bei denen die Gefahr gerade auch besonders groß, dass sie auf Verschwörungserzählungen und vielleicht auch auf Fake News hereinfallen? Ja, das Interessante war, wir haben im Zuge unserer Recherche mit der Beratungsstelle Sekteninfo NRW gesprochen, da auch mit der Leiterin Sabine Riede. Und sie hat etwas ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, eigentlich ist es die Ausnahme, dass Eltern anrufen und sagen, meine Kinder glauben an Verschwörungserzählungen.
meist ist es eher so, dass die Erwachsenen Kinder anrufen und sagen, naja, meine Eltern im Rentenalter, die haben online etwas aufgeschnappt und ich weiß nicht, wie ich sie davon wieder losbekomme. Und insgesamt muss man natürlich sagen, dass bei Kindern und Jugendlichen auch eine ganz andere Situation ist nochmal als bei Erwachsenen. Also Beratungsstellen sprechen da eben auch von ja, so einem gewissen Spannungsfeld oder Konflikt, was da entstehen kann, wenn beispielsweise auch die Eltern an Verschwörungserzählungen glauben. In der Schule oder im Freundeskreis hört man dann etwas anderes. Die Kinder geraten dann schnell in einen Loyalitätskonflikt. Was wir auch erlebt haben, sind eben ja auch Eltern, die sehr stark in dieser Ideologie drin sind und sogar ihre Kinder animieren, bei beispielsweise Querdenken-Telegram-Gruppen mitzumachen. Und in entsprechenden Gruppierungen werden dann auch teilweise sehr krasse Inhalte verbreitet, bis zu QAnon-Verschwörungserzählungen. Das kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. So, das ist eine Verschwörungserzählung, die hat vor allem auch mit Donald Trump zu tun, aber nicht nur, ist auch rassistisch und antisemitisch. Und klar, muss man sagen, das ist ein Phänomen, das ist in der Bevölkerung insgesamt verbreitet und natürlich gibt es auch Kinder und Jugendliche, die an Verschwörungserzählungen glauben. Hinzu kommt aber da im Unterschied zu Erwachsenen vor allem, dass das Elternhaus da auch eine große Rolle spielen kann. Frau Fast, würden Sie das auch so unterschreiben, das Problem sind seltener die Jugendlichen selbst, sondern oft die Eltern? Ich würde das auf jeden Fall unterstützen, was Frau Nokun gesagt hat, und würde das aber vielleicht so ein bisschen anders framen. Ich würde sagen, das ist ein Thema bei Erwachsenen und bei Jugendlichen. Also sozusagen, es ist nicht vordergründig das Thema der Jugendlichen, aber es ist eben auch ein Thema für Jugendliche oder von Jugendlichen. Ich habe jetzt im Vorfeld mir extra ein bisschen Zahlen angeguckt, Statistiken zu Verschwörungsmentalität in verschiedenen Altersstufen. Und da gibt es ganz widersprüchliche Zahlen und Statistiken. Die gehen aber alle davon aus, dass selbst Jugendliche zwischen, also ne, das, was da gemessen wird, sind zwischen 14 und 20 Jahren, dass selbst da das ein Phänomen ist, das auf jeden Fall vorhanden ist. Und sozusagen, also selbst wenn es kleiner ist, also ne, die Zahl der Jugendlichen kleiner ist oder größer als die Zahl der Erwachsenen, dass ich würde sagen, dass es sozusagen qualitativ nicht so richtig eine Aussage darüber hat, ob das Phänomen wichtig ist, also ob das ein ernstzunehmendes Problem ist oder nicht. Also es gibt natürlich auch im Jugendalter Personen, die aus Verschwörungsdenken heraus auch Verbrechen begehen oder anderen Menschen Gewalt antun. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Phänomen, das ernst zu nehmen ist, selbst wenn die Statistiken da vielleicht andere sind bei Jugendlichen als bei Erwachsenen. Bevor wir vielleicht gleich darüber sprechen, was man eben auch dagegen tun kann, würde mich nochmal einen Schritt zurück quasi interessieren. Können Sie nochmal erklären, warum glauben Menschen, vor allem junge Menschen, überhaupt an Verschwörungserzählungen? Was ist daran so interessant? Wie passiert es, dass man genau sich deiner Gruppe zuordnet oder überhaupt diesen Erzählungen Glauben schenkt? Frau Nukun, vielleicht möchten Sie anfangen. Ja, also nochmal zur Ergänzung. Ich würde das voll und ganz unterstützen, was eben nochmal gesagt wurde. Es ist eben ein Phänomen, das geht quer durch die Bevölkerung. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, vor der Corona-Pandemie gab es ungefähr ein Drittel in der Bevölkerung, die anfällig waren für Verschwörungserzählungen, ist das bei Jugendlichen einfach nicht anders wahrscheinlich. Ne? Das Problem, was ich sehe, ist halt, dass oft das als reines Jugendthema ein bisschen geframed wird. Also nach dem Motto, die Jugendlichen sind nicht so medienkompetent und deshalb ist es da ein besonderes Problem. Tatsächlich ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem und dementsprechend finden wir es eben auch bei Jugendlichen. Warum sind solche Geschichten aber so anziehend für Menschen? Naja, da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze aus der Forschung. Was sehr gut untersucht ist, ist, dass Menschen in Situationen, in denen sie einen Kontrollverlust erleben, offenbar ja irgendwie stärker auf solche Geschichten anspringen. Ja, also man stellt sich das so ein bisschen vor, wie als wenn in einer Situation, wo man das Gefühl hat, da ist ganz viel Chaos, ganz viel ist durcheinander, mein Leben gerät vielleicht auch aus den Fugen, da ist da diese Geschichte, die verspricht, es gibt einen Plan, ja, und ich kenne ihn und es gibt Schuldige, die ich benennen kann. Und das scheint für einige Menschen gerade in Krisensituationen besonders ansprechend zu sein. Im Gespräch mit Aussteigern hört man auch immer wieder Geschichten von persönlichen Krisen, ja, also dass man eine private Krise, also sei es Trennung oder vielleicht auch Probleme im Elternhaus oder finanzielle Probleme hatte und dann in dieser Phase dann plötzlich auf solche Geschichten eher angesprochen, also die ansprechender fand. Was man auch bedenken muss, ist, dass Verschwörungserzählungen Menschen auch irgendwo kurzfristig zumindest
in einigen Aspekten ein gutes Gefühl geben können. Ja, es gibt einem das Gefühl von Einzigartigkeit. Ich bin einer der wenigen, die durchschauen die Lüge sozusagen und alle anderen, die sind nur dumme Schlafschafe. Damit erhebt man sich natürlich auch über andere. Das heißt, solche Gruppen können psychologische Bedürfnisse befriedigen, die wir alle haben. Also wir alle wollen uns einzigartig und besonders fühlen. Wir alle wollen das Gefühl haben, wir haben mehr den Durchblick als andere. Und man muss natürlich auch bedenken, dass verschwörungsideologische Gruppierungen auch irgendwo ein soziales Netz für Menschen sein können. Also gerade in Situationen wie einer Pandemie, wo vieles vielleicht auch im Freundeskreis, im Sozialen aus den Fugen gerät, ist da plötzlich diese Gruppe, die mich akzeptiert, die mir gutes Feedback gibt, die mir Bestärkung gibt. Und das macht es dann auch erst recht schwierig, Menschen da rauszuziehen, weil das dann tatsächlich ähnlich ist wie bei Sekten. Ja, also wenn ich mich dann von der Verschwörungsideologie lossage, dann verliere ich all diese Kontakte, diesen positiven Zuspruch. Und ja, das macht es eben auch so schwierig, Leute da rauszuholen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sagen, das sind eher so individuelle Faktoren, vielleicht auch psychologische oder emotionale Faktoren, also zum Beispiel persönliche Krisen. Würden Sie denn auch sagen, man kann da irgendwie strukturell Gruppen, wenn wir jetzt uns wirklich nur auf Jugendliche und junge Erwachsene beschränken, identifizieren, wo man sagen könnte, die sind besonders gefährdet, also zum Beispiel genau aufgrund einer privaten Situation oder einem Bildungsstand oder so, da würden Sie sagen, Verschwörungserzählungen können an sich erstmal alle jungen Menschen ansprechen und da spielen eher diese emotionalen, psychologischen Faktoren eine Rolle? Ja, es ist total unterschiedlich und man kann da schwer generalisierte Aussagen machen. Was eine Rolle spielt, ist so eine Art kollektiver Narzissmus. Das heißt, dass man sich als Gruppe mit Hilfe von Verschwörungserzählungen über andere erheben kann. Was natürlich eine Rolle spielt, ist Kontrollverlust. Da muss man aber sagen, das sind nicht immer nur private, sag ich mal, Struggles, die dann eine Rolle spielen, sondern es können natürlich auch gesellschaftliche Faktoren sein. Also die Pandemie ist ja, sage ich mal, ein Faktor, der weltweit bei Menschen etwas ausgelöst hat, auch gesellschaftlich unglaublich viel verändert hat. Und da macht es beispielsweise einen Unterschied, wie Staaten auch auf eine Pandemie reagieren. Das heißt, habe ich das Gefühl von Sicherheit oder habe ich das Gefühl von Unsicherheit, wenn ich beispielsweise nicht weiß, wie ich nächsten Monat meine Miete überweisen soll. Und das betrifft natürlich auch ganze Familien und das kann natürlich dann eben auch ja, Jugendliche auch natürlich auch mit betreffen. Und von daher muss man sagen, es gibt nicht die eine Risikogruppe, weil man muss sich auch klar machen, Krisensituationen, Kontrollverlustsituationen, Situationen, wo man sich nicht gesehen, nicht anerkannt fühlt, wo bestimmte Bedürfnisse nicht gut befriedigt werden, das machen die meisten Menschen früher oder später im Leben durch. Mhm. Wovor ich allerdings warnen würde, ist so ein Zusammenhang zu ziehen zwischen niedrigem Bildungsgrad und dem Glauben an Verschwörungserzählungen. Also es gibt Studien, die tatsächlich da einen Zusammenhang sehen, der ist aber nicht wirklich groß. Und da muss man auch sagen, es ist wahrscheinlich, dass indirekt Faktoren wie Kontrollverlust eine Rolle spielen. Jemand mit einem niedrigen Bildungsabschluss, der hat natürlich auch eine ganz andere Position in unserer Gesellschaft, ist mit ganz anderen Unsicherheiten konfrontiert, beispielsweise der Gefahr, im Niedriglohnsektor zu landen oder eben befristete Beschäftigung und so weiter, Perspektivlosigkeit oder halt Unsicherheit. Und da muss man sagen, das ist einfach ein Phänomen, das finden wir genauso auf der Hauptschule wie auf dem Gymnasium, wie in allen anderen Schulformen. Mhm. Frau Fast, ich hatte am Anfang gesagt, Sie arbeiten im Projekt Die Bank, wo Sie Präventionsangebote zu Antisemitismus und Verschwörungsideologien in Sachsen vor allem schaffen. Würden Sie das auch so unterstreichen, auch aus Ihrer Erfahrung in dem Projekt? Also theoretisch kann da jeder Jugendliche erstmal in die Fänge quasi von Verschwörungserziehung geraten und das kann man jetzt nicht sagen, dass es zum Beispiel vom Bildungsstandard abhängt, sondern dass es auch viel individuelle Faktoren sind. Genau, ich würde das gerne um so eine nochmal so eine Jugendperspektive ergänzen. Zunächst mal sind also Verschwörungserzählungen gibt es erstmal auch als so eine Art popkulturelle Erscheinung. Ne? Also die Geschichte, dass es eine Realität hinter der Realität gibt, dass alles nicht so ist, wie es aussieht und so weiter. Das ist erstmal so ein Phänomen, das sozusagen nicht nur in der Popkultur vorkommt als Narrativ, sondern das eben auch in so einer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen so eine natürliche Entwicklungsstufe darstellt. Ne? Das nennt man magische Denken, das magische Denken, also so, sozusagen zu denken, dass Gegenstände belebt sind oder dass irgendjemand die Realität manipuliert und sowas. Das ist erstmal sozusagen nichts Unnatürliches und die meisten Kinder und Jugendliche gehen durch diese Phase. Und das wird sozusagen erst problematisch, wenn diese Vorstellung eben aus einem fiktiven Narrativ
zu so einer Welterzählung wird. Das ist ja das Problematische an Verschwörungsideologien und gleichzeitig der Unterschied von Verschwörungsideologie zu Fake News ist, dass in Verschwörungsideologie ein bestimmtes Weltbild steckt. Ne? Also dass Verschwörungsideologie beschreibt, wie eine Person die Art und Weise strukturiert, die Welt zu sehen. Ne? Also wenn meine Weltstruktur ist, da gibt es eine geheime Macht, die alles Mögliche lenkt und sozusagen, die ich nicht kenne, weil sie irgendwo im Geheimen und im Verborgenen agiert, dann gehe ich anders mit der Welt um, als wenn ich das nicht denke. Und das ist, also das kann etwas sein, das für gerade für Jugendliche in so einer Adoleszentenphase, wie so eine Art Rückzugsraum bieten kann in einer Welt, die sehr komplex darstellt und in der ja auch so ein bestimmter Identifikationsdruck herrscht, ne, wo Jugendliche irgendwie die Frage für sich beantworten müssen, wer bin ich und wer bin ich nicht, zu wem gehöre ich, wer ist meine In-Group und wer ist die Out-Group, ne, das sind so Fragen, auf die Verschwörungsideologien natürlich auch Antworten bieten, weil sie einfache Identifikationsangebote machen. Man kann sich da mit den Guten identifizieren, die gegen die Bösen kämpfen, die gegen die Verschwörer kämpfen. Und man kann eben auch auf eine ganz andere Art und Weise als vielleicht außerhalb von Verschwörungsideologien eben dieses so eine Distinktion und so eine Erkenntnis über die Welt herstellen, die befreit ist von Kritik, ne? Man kann sich sozusagen ganz leicht abschirmen gegen alle möglichen Formen von Kritik, weil man sagt, alles andere stimmt nicht oder ist Teil der Verschwörung, dann hat man nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Unverwundbarkeit. Mhm. Das sind so Dinge, die Verschwörungserzählungen attraktiv machen für Jugendliche. Das kann alle möglichen Jugendlichen betreffen. Das kann sozusagen, wenn man von einem Drittel der Bevölkerung spricht, dann kann man nicht sagen, die und die Gruppe ist besonders betroffen. Mhm. Rückzugsraum, Identifikationsmöglichkeiten, Sie haben das jetzt schon gut beschrieben, was das Attraktive quasi an Verschwörungserzählungen ist. Was ist denn die Gefahr? Also wenn wir auf die einzelnen Jugendlichen schauen, aber vielleicht auch nochmal auf die ganze Gesellschaft, warum ist das so problematisch, wenn Jugendliche eben Verschwörungserzählungen Glauben schenken? Frau Nukunfer oder Herr Professor? Ja, also es gibt da ganz viele unterschiedliche Beispiele dafür, die zeigen, wie gefährlich Verschwörungserzählungen sein können. Zunächst einmal ganz offensichtlich in der Pandemie hat das auch ganz viel mit Gesundheitsfragen zu tun. Naja, also wenn ich nicht glaube, dass das Virus existiert oder gefährlich ist, dann schütze ich mich nicht, dann schütze ich andere nicht. Das kann auch zu massiven Konflikten in der Familie führen, wenn man beispielsweise ein paar Menschen hat, die zur Risikogruppe gehören, ja, und dann Einzelne beispielsweise sagen, du übertreibst, ne? Und dann hat man halt eben den Konflikt, wenn man beispielsweise sich fragt, naja, können wir uns noch drinnen treffen? Ist jemand bereit, einen Test zu machen? Versucht er überhaupt, ein Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten? Und problematisch können Verschwörungserzählungen gerade im Gesundheitsbereich vor allem dann werden, wenn Menschen irgendwann ernsthaft krank werden auch. Also man verniedlicht das gerne auch so. Das ist ja auch ein Problem dieses esoterischen Bereichs, wo man auch sagen muss, da gibt es auch ganz viele YouTube, TikTok, Instagram-Influencer und Influencerinnen, die allerhand esoterischen Kram verbreiten, kombiniert mit Verschwörungserzählungen zum Thema Medizin nach dem Motto, der Schulmedizin darfst du nicht glauben. Das ist auch übrigens ein Kampfbegriff, würde ich abraten, davon diesen Begriff zu benutzen. Und das kann natürlich schwerwiegende Folgen haben, wenn jemand eine ernsthafte Erkrankung hat und dann beispielsweise sagt, ich entscheide mich gegen eine konventionelle Behandlung und vertraue lieber auf Handauflegen oder so etwas. Und das gilt natürlich für Erwachsene wie für Jugendliche. Ich glaube, das ist sogar noch mal ein anderes Risiko bei Jugendlichen, wenn sich, sage ich mal, früh so ein Verschwörungsglaube im Medizinischen manifestiert, ist das später unglaublich schwer, dann halt noch wegzubekommen. Ja, und das ist eben ein krasses Gesundheitsrisiko. Hinzu kommt der Vertrauensverlust in Institutionen, die wir irgendwie brauchen, um in unserer Gesellschaft zu guten Lösungen zu bekommen. Also das ist ja Verschwörungserzählungen sind ja verbunden oft mit sind immer verbunden mit starken Feindbildern. Und die Feindbilder lauten eben, naja, das sind die Medien, die dich belügen, das ist die Wissenschaft, die dich belügt und die Politik, die hängen eh alle zusammen und haben sich gegen dich verschworen. Das heißt, wer hat denn noch Lust, dann überhaupt bei
ja, beispielsweise Parteien irgendwo einzutreten, mitzumachen, sich zu engagieren, bei partizipativen demokratischen Prozessen mitzumachen, wenn man eh glaubt, es ist ein abgekartetes Spiel. Man geht dann vielleicht auch nicht wählen, weil man glaubt, die Ergebnisse sind manipuliert. Man kapselt sich ab, informiert sich dann eben nur noch auf dubiosen Kanälen. Da ist dann natürlich die Frage, wie wir als Gesellschaft noch zu guten Lösungen kommen können, wenn ein Teil der Bevölkerung, sag ich mal, sozusagen in einem Paralleluniversum lebt, wo einfach jemand behaupten kann, der Himmel ist grün, ja, und niemand hinterfragt das. Und wir sehen eben vor allem auch die Gefahr einer politischen Radikalisierung. Also sowohl bei Querdenken als auch bei anderen verschwörungsideologischen Gruppierungen sehen wir kaum bis keine Abgrenzung nach rechts. Also das rechtsextreme Spektrum, Reichsbürger werden als normale Teile der Gruppe gesehen. Wir wissen ja beispielsweise, dass Michael Ballweg sich auch hinter verschlossenen Türen mit einem der bekanntesten Reichsbürger Deutschlands getroffen hat, um über Finanzgeschäfte zu reden. Das heißt, in diesen Online-Milieus vor allem auch stößt man dann früher oder später auch auf sehr radikale, rechtsextreme, antisemitische Verschwörungserzählungen, die dazu führen können, dass sich die politische Weltsicht auch nach und nach deutlich nach rechts verschiebt. Mhm. Und man muss einfach sich klar machen, dass die meisten rechtsextremen Attentäter der letzten Jahre an Verschwörungserzählungen geglaubt haben und auch dadurch radikalisiert wurden. Mhm. Frau Fast, Sie arbeiten ja genau an dieser Schnittstelle, die Frau Nukun jetzt auch angesprochen hat, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen. Erleben Sie das auch so in Ihrer Arbeit? Würden auch sagen, das ist eben die große Gefahr, dass es sich so gemischt hat mit rechtsextremen Ideologien und dass es da kaum Abgrenzungen gibt. Genau, diese Verschränkung zwischen Verschwörungsideologie und Antisemitismus, die ist ganz interessant, weil in jedem Antisemitismus Verschwörungsideologie drinsteckt. Also Antisemitismus in allen seinen Formen geht davon aus, dass Juden und Jüdinnen sich verschwören, im Geheimen zusammentun, um Dinge in der Welt zu manipulieren, entweder in der Wirtschaft oder in der Politik oder in den Medien. Und andersherum, also dadurch, dass der Antisemitismus in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten prävalent ist, droht jede Verschwörungsideologie irgendwann im Antisemitismus zu münden. Also egal, wie die Geschichte beginnt, wenn es davon ausgegangen wird, also ne, das verschwörungsideologische Weltbild ist ja eine kleine Elite, tut sich zusammen, um sich um im Geheimen einen Plan auszuhacken und sozusagen die Welt zu steuern, dann ist sozusagen dieser Gedanke nicht so weit weg, dass es sich bei dieser kleinen Elite um eine jüdische Elite handelt. Das Internet ist auch voll davon, ne? Das stellen wir auch bei Corona fest. Also zuerst gab es irgendwie diese Verschwörungsideologie, dass Corona nicht gibt oder erfunden ist, und sehr schnell gab es eben diese Ergänzung darum, dass es sich um jüdische Personen oder Institutionen gehandelt hat, haben, die das Ganze in die Welt gesetzt haben. Insofern sind diese beiden Phänomene nicht voneinander wegzudenken. Verschwörungsideologie ist so eine Art ideologischer Kitt, so eine Art Brückenideologie zwischen verschiedenen Ideologien der Ungleichwertigkeit, also Rechtsextremismus, Rassismus, Antifeminismus, das steckt da alles mit drin. Und gleichzeitig, das habe ich ja am Anfang gesagt, können Verschwörungserzählungen auch einfach erstmal sozusagen wie harmlose Geschichten daherkommen. Und nur weil sie als harmlose Geschichten daherkommen, heißt es nicht, dass sie irgendwann nicht in so einem Menschenhass, in so einem Vernichtungswillen drinstecken. Und das ist das, was wir auch zum Beispiel an den rechtsextremen Attentaten in den vergangenen Jahren beobachten, zum Beispiel der Attentäter von Halle, der die Synagoge gestürmt hat vor 2 Jahren. Auch er hatte verschwörungsideologische Motive in seine Manifeste geschrieben und hatte sozusagen begründet damit, dass die Juden die Welt regieren. Und da sieht man alleine schon daran, dass sozusagen diese Phänomene sich gegenseitig so beeinflussen, dass Verschwörungsideologien einfach grundsätzlich eine Gefahr für Gesellschaften darstellen, weil sie eben eine Form von antimodernem Denken befördern, die alles, was Modernes, also alle emanzipatorischen Bewegungen, alle Vermittelten, alle Komplexen, also sowas wie Wissenschaft, Medien und so weiter, ablehnen und sich dagegen aussprechen. Also das ist nicht einfach nur ein ungefährlicher Irrglaube, sondern das ist eine an sich schon eine antimoderne und menschenverachtende Ideologie. Mhm.
Sie haben jetzt gerade auch gesagt, es kommt aber halt manchmal eben wie harmlose Geschichten daher. Und das ist ja auch die Herausforderung dann für PädagogInnen, für Menschen, die gerade im VHS-Kontext vielleicht Kurse leiten oder Programme anbieten für junge Menschen und Jugendliche, dass man dann eben auch selber erkennen kann, wenn da jemand an solche Verschwörungserzählungen glaubt oder Dinge davon reproduziert. Und wir haben tatsächlich auch aus dem Publikum einen Kommentar gekriegt, und zwar schreibt da jemand, ich würde gerne von jungen Menschen wie Ihnen, also damit sind wahrscheinlich wir gemeint, neue aktuelle Erzählungen kennenlernen, die mir noch nicht geläufig sind. Also was empfehlen Sie denn, wo kann man sich da informieren, damit man selber überhaupt mal versteht, das ist eine Verschwörungserzählung, was mir hier die Jugendlichen erzählen, und bei dem muss ich vielleicht ein besonderes Auge drauf haben. Ja, ich glaube nicht, dass es sag ich mal, zielführend ist, als Pädagogin, Pädagoge sich immer über die aktuellsten Verschwörungserzählungen zu informieren, weil das wäre eine ganztägige Beschäftigung, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt ja auch eine unglaubliche Remix-Kultur in der verschwörungsideologischen Szene. Das heißt, es gibt nicht die eine Geschichte, die auf ewig so bleibt und die immer weitergetragen wird, sondern es werden Updates eingeführt, dann gibt es vielleicht auch so einen Remix zwischen zwei Verschwörungserzählungen. Man muss ja sagen, QAnon beispielsweise ist eigentlich nur ein Flickenteppich aus ganz vielen unterschiedlichen Verschwörungserzählungen und Updates von uralten Geschichten, beispielsweise der Ritualmordlegende aus dem Mittelalter. Ja, also das Zielführende bei der Auseinandersetzung ist, glaube ich, wirklich zu verstehen, naja, was ist die Struktur, was ist sozusagen das Rezept, nachdem die Verschwörungsideologen sozusagen ihr Süppchen kochen, und auch Jugendlichen beizubringen, naja, was sind so typische Maschen, ne? Oder selbst auch zu verinnerlichen, was sind typische Maschen in der Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie argumentiert wird. Beispielsweise dieses Follow the Money, ne? Also dieses Cui Bono, wer profitiert davon, der muss auch schuld sein. Das ist kein logischer Schluss, ja. Also wenn ich halt irgendwie von irgendetwas profitiere, wie beispielsweise starkem Schneefall, weil ich dann nicht zur Arbeit muss und halt auch einen faulen Tag habe, dann heißt es ja nicht, ich habe das Wetter manipuliert. Aber genau so laufen solche Argumentationen, ja. Und was halt auch wichtig ist, ist, sag ich mal, ein Stück weit Medienkompetenz. Was ich eben auch stark beobachte, ist gerade, dass auch verschwörungsideologische Dokumentationen auch auf YouTube manchmal auch ein riesen Publikum erreichen. Und da wirklich auch Jugendlichen beizubringen, so hey, wenn jemand Professor Doktor da stehen hat, schaut euch mal an, für was ist der Professor, für was hat der seinen Doktor? Einer der bekanntesten Akteure, die sich zum Thema Verschwörungserzählung 9-11 da mit sehr kruden Thesen äußern, ist ein emeritierter Professor für Theologie. Ja, also der hat von Hochhausbau wahrscheinlich eher weniger Ahnung, und so etwas wird natürlich in Dokumentation nicht herausgestellt, da wird es nur als, das ist ein Wissenschaftler und der gibt uns Recht hingestellt. Und wirklich sich, also auch als Pädagogin, Pädagoge sich klar machen, naja, was ist das Rezept, was ist das Narrativ, wird beispielsweise innerhalb der Gruppe auf Kritik reagiert, wird beispielsweise Kritik aus Medienwissenschaft, wird das einfach als Teil der Verschwörung abgetan, oder ist man noch bereit, inhaltlich auf Dinge einzugehen? Und vor allem auch ein Grundwissen, was macht das psychologisch mit Leuten? Also warum ist das für Leute anziehend? Ich glaube, das ist viel, viel zielführender, sowohl in der Arbeit mit Jugendlichen als auch, sag ich mal, in der Weiterbildung als Pädagogin, Pädagoge, als sich jetzt die neuesten Verschwörungserzählungen anzutun. Weil, wie gesagt, das entwickelt sich so schnell und da gibt es so viel Neues. Da kann man eigentlich auch nicht mehr machen, als sich, sag ich mal, die größten Geschichten vielleicht mal anzugucken. Aber selbst das ist, denke ich, nicht so wichtig, wie die Mechanismen dahinter zu verstehen. Ich wollte da gleich einfach anschließen, vielleicht. Würde ich total beipflichten. Also bei Verschwörungserzählungen handelt es sich eben nicht um total kohärente Erzählungen. Also das ist vielleicht anders als bei anderen Ideologien. Und vielleicht auch das Attraktive daran, dass man sie sich so wahnsinnig individualisieren kann und man kann sie seinen eigenen Bedürfnissen anpassen und seinen eigenen Vorstellungen von der Welt. Und das widerspricht dann vielleicht einem anderen Verschwörungserzählungen. Aber auch da zeigen Studien, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, glauben eher an zwei Verschwörungserzählungen, die sich gegenseitig widersprechen, als dass sie sozusagen da ins Zweifeln kommen. Also ne, das ist so ein Mindset, also wie ich eben gesagt habe, so ein Weltbild, das damit zusammenhängt, dass man denkt, dass, also hinter dieser Realität steckt eine andere Realität. Und was ich empfehlen würde mit Jugendlichen, also wie man das Thema mit Jugendlichen angeht, ist, Verschwörungserzählungen behaupten ja
die Gesellschaft zu kritisieren, ne? Die, also das, was Verschwörungserzählungen tun, ist, sie erkennen erstmal ein Problem als Problem und versuchen dann eine Lösung dafür anzubieten, die aber in höchstem Maße regressiv und menschenverachtend ist. Und da würde ich sagen, ist es wichtig, dazu überzugehen, es zu schaffen, Gesellschaft zu kritisieren, aber das in einer progressiven Art und Weise zu machen. Also wie schaffe ich es zum Beispiel Corona oder den Kapitalismus oder ne, alle möglichen anderen Themen, zu denen es Verschwörungserzählungen gibt, in einer progressiven, in einer faktenbasierten, in einer kritischen Art und Weise zu analysieren, ohne sozusagen, also wo ich nach Ursachen suche, nach Fakten und nicht schon fertige Antworten habe, für die ich einfach nur die Beweise suche, das tun nämlich Verschwörungsideologien, oder indem ich nach Schuldigen suche, das tun Verschwörungsideologien auch. Die suchen permanent nach, wer ist schuld daran, dass, ne, dass Corona ist oder dass der Kapitalismus ist oder dass, weiß ich nicht, die Politik so ist, wie sie ist oder dass die Medien so sind, wie die sind. Und die meisten Dinge in unserer Welt sind komplizierter als das. Die meisten Dinge haben keine Verursacherinnen, sondern haben Ursachen, die sehr komplex sind. Und da würde ich sozusagen Pädagoginnen dazu ermutigen, zu so einer, also sich eine komplexe Analyse zuzutrauen mit Jugendlichen zusammen und dabei durchaus auch selbstkritisch zu bleiben, ne, und zu sagen, ich weiß vielleicht auch nicht alles und ich kenne auch nicht alle Geschichten. Und wenn ich eine Geschichte, die mir ein Schüler oder eine Schülerin erzählt, nicht kenne, dann, wenn ich die Zeit habe und die Kapazitäten, dann kann man ja mit, also ne, einfach versuchen, dem auf den Grund zu gehen mit so bestimmten Fragen. Also ob das überhaupt realistisch ist, was da behauptet wird, zum Beispiel. Ich finde den Punkt total spannend, den Sie ansprechen, dass es ja, also dass oft jemand an Verschwörungserziehung glaubt, aus so einem Bedürfnis, was irgendwie kritisch sein zu wollen auch oder irgendwie was kritisieren zu wollen. Wie schafft man das denn? Also ich stelle mir das gerade bei recht jungen Menschen gar nicht so einfach vor, da die Balance zu finden, also zwischen irgendwie eine kritische Mündigkeit zu vermitteln, aber eben den Unterschied ganz klar zu machen. Was ist der Unterschied zwischen einer fundierten Kapitalismuskritik und einer Verschwörungserzählung? Wie vermittelt man das jungen Menschen? Wenn ich da gleich darauf antworten darf. Ja, es gibt, genau, der größte Unterschied zwischen einer Verschwörungsideologie und einer Gesellschaftskritik ist, dass die Verschwörungsideologie, deswegen sagen wir auch Ideologie, sie ist eben abgeschlossen. Ne? Sie hat sich in sich selbst abgeschlossen, abgekapselt und ist nicht mehr zugänglich für Fakten oder für Widerlegungen. Also alle möglichen Fakten, die es gegen diese Erzählung gibt, werden entweder als Lüge abgetan oder als Teil der Verschwörung. Und das macht es so unheimlich schwer. Und das kann man, also, oder das macht es eigentlich unmöglich, dagegen anzuargumentieren, auf so einer faktischen Ebene. Wohingegen eine Gesellschaftskritik, die ihren Namen verdient, also die tatsächlich kritisch ist, versucht, gesellschaftliche Widersprüche als Widersprüche anzuerkennen und eben anzuerkennen, dass Gesellschaft widersprüchlich ist und damit umzugehen. Eine tatsächliche Kritik ist auch selbstkritisch, also lässt auch eigene Fehler zu. Sie hat bestimmte Standards, zum Beispiel wissenschaftliche Standards, ne, nach denen Fakten zustande kommen. Also Verschwörungsideologie behauptet ja alle möglichen Sorten von Fakten und Umfragen und Statistiken und so weiter, die aber sozusagen den wissenschaftlichen Standards nicht standhalten und behaupten dann irgendwie, wissenschaftliche Standards wären irgendwie Teil der Verschwörung. Also solche Sachen muss man auf jeden Fall enttarnen und also sozusagen auf die Standards, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, rückbeziehen und zu sagen, aber was, ne, was steckt tatsächlich hinter den Problemen, die wir da gerade analysieren? Und deswegen, also bei Verschwörungsideologie merkt man sehr schnell, dass man auf einer faktischen Ebene nicht weiterkommt, dass man da nicht einfach nur einen Faktencheck machen braucht oder genügend, also lang genug im Internet suchen und dann findet man schon die richtigen Antworten. Also das Gegenteil von Verschwörungsideologie ist nicht Wahrheit, sondern das Gegenteil von Verschwörungsideologie ist eine vielschichtige, komplexe Kritik, die vielleicht auch widersprüchlich ist, weil unsere Gesellschaft widersprüchlich ist. Mhm.
Sie haben vorhin auch das magische Denken bei Jugendlichen angesprochen. Da gab es jetzt noch mal eine Rückfrage zu und ich wollte es einfach noch mal kurz als Chance nutzen, Sie daran zu erinnern, alle, die uns zuschauen, wir benutzen dieses Fragetool Slido. Sie finden den Link dazu im Chat und Sie können da gerne Fragen stellen. Genau, und Frau Foster, da kam jetzt die Frage in Bezug auf das, was Sie gesagt haben mit dem magischen Denken. Wo sollten PädagogInnen da ansetzen, um hier schon Verschwörungsideologien vorzubauen? Also es passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, worüber wir gerade geredet haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man dem vielleicht wirklich vorbauen muss. Ich würde, also ich glaube, ne, Kolleginnen von mir arbeiten in dem ganzen Feld, also rechtsextreme Einstellungen in Computerspielen oder nicht Einstellungen, sondern Elemente. Und also gerade bei Computerspielen ist ja ganz oft dieser Vorwurf, die Leute, die viel oder die Jugendlichen, die viel Computer spielen, die verfallen dann in irgendwelche, also automatisch in irgendwelche menschenverachtenden Ideologien. Also funktioniert dieser Automatismus nicht, ne? Also auch Jugendliche rezipieren die Geschichten, die sie lesen, nicht alle komplett affirmativ. Also die lesen das nicht und glauben das dann anschließend. Das wäre, glaube ich, ein großer Trugschluss. Da sind unsere Kinder und Jugendlichen viel smarter als das. Ich glaube, es ist wichtig, diese Geschichten, also ob es jetzt Illuminati sind oder weiß ich nicht, also es gibt auch Verschwörungserzählungen zu Harry Potter, die sozusagen also als das zu markieren, weil sie sind nämlich fiktive Geschichten und also sozusagen spannende Geschichten, die ja auch voller so spannender, also interessanter Sachen sind wie irgendwie Agenten und die so Sachen rausfinden. Und überall sind irgendwelche Hinweise versteckt und Codes und so weiter. Und sozusagen, also damit zu spielen, ist, glaube ich, für viele Kinder spannend und interessant. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, das dann direkt zu framen als, oh Gott, das ist ein gefährliches Vorframing von der gesellschaftlichen Rezeption oder so. Ich glaube, die meisten Kinder und Jugendlichen, das zeigen ja auch die Zahlen, kriegen das ganz gut hin, das als Geschichten auch zu erkennen. Und dann aber, also trotzdem zu verstehen, dass naja, dass das ein Denken vorframen kann und da, also wenn man über Realität wiederum redet, über reale politische, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, da sozusagen diesen Unterschied zu markieren, ne, dass das einfach anders funktioniert als in Geschichten. Und gleichzeitig, vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, der noch nicht gefallen ist, es gibt ja auch tatsächlich Verschwörungen, auch in unserer Gesellschaft, auch in der Geschichte, gab es ja sowas wie Verschwörungen. Und das ist auch total legitim, eine Annahme darüber anzustellen, dass irgendwo eine Verschwörung vorliegt. Aber diese Annahme muss eben offen sein gegenüber Gegenargumenten und Fakten, und nicht sich komplett anschließen und sagen, also nicht behaupten, dass man total sicher ist, dass es sich um eine Verschwörung handelt. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Sie haben jetzt gerade schon Computerspiele angesprochen, die andere riesige Sache, wo man ja auch sagt, dass Verschwörungstheorien oder Ideologien sich oft verbreiten, ist eben Social Media. Und da haben wir auch eine Frage bekommen, Frau Nukun. Welche Rolle spielen soziale Medien, würden Sie sagen? Also hier schreibt jemand genau das. Und wie beeinflussen Sie auch die Entstehung von Verschwörungserzählungen beziehungsweise Fake News? Ja, also natürlich spielt Social Media eine wahnsinnig große Rolle, auch im Bereich Verschwörungsideologien wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen auch. Man muss ganz klar sagen, das ist kein Phänomen von Social Media. Also wir leben ja in einem Land, wo es eine Zeit gab, wo die Hälfte mindestens der Bevölkerung an eine angebliche jüdische Weltverschwörung geglaubt hat. Aber natürlich ergeben sich durch Social Media vollkommen andere Möglichkeiten. Was sich verändert hat, vor allem ist die Schnelligkeit, ne? Also wenn ein Ereignis stattfindet, ein Anschlag, ein Attentat, was weiß ich, eine Pandemie, ne? Dann gibt es innerhalb Windeseile verschwörungsideologisches Material auf Social Media. Ne? Das kann von Posts reichen, bis hin zu Videos, bis hin zu Livestreams, wo Leute irgendwie live beispielsweise einen Amoklauf kommentieren und Verschwörungsideologien dazu verbreiten. Und das trifft natürlich dann gerade in solchen Situationen auf ein Publikum, das schnell Antworten haben will. Ne? Also gerade beim großen Ereignis, wir erinnern uns am Anfang der Pandemie, wir waren alle hilflos und ratlos. Ja? Und dann stehen Wissenschaftler da und sagen so, ja, wir müssen erstmal unsere Studien machen. Ne? Also es ist natürlich nicht für alle eine dankbare Situation. Und Verschwörungsideologen präsentieren einem ja, vermeintliche
einfache Zusammenhänge auf dem Präsentierteller. Hinzu kommt natürlich, dass durch Social Media natürlich eine viel stärkere internationale Vernetzung möglich ist. Das heißt, wir erleben es teilweise, dass bestimmte Narrative in US-amerikanischen Verschwörungscommunities verbreitet werden innerhalb kürzester Zeit. Springt das über auf andere Länder, dann gibt es vielleicht ein Update, Angela Merkel wird da irgendwie reingebaut oder so etwas. Das heißt, wir haben auch eine, ja, man rückt international sozusagen in der Szene auch enger zusammen. Und was natürlich eine Rolle spielt, sind natürlich Empfehlungsalgorithmen. Also wir hatten eine große Diskussion bei YouTube, inwiefern der Empfehlungsalgorithmus basierend auf einer künstlichen Intelligenz dazu geführt hat, dass Menschen systematisch in so eine Art Kaninchenbau geschickt wurden, weil die künstliche Intelligenz wollte einfach, dass die Leute möglichst lange an der Mattscheibe bleiben. Und naja, anscheinend bleiben Leute sehr lange an der Mattscheibe, wenn sie verschwörungsideologische Videos schauen, weil klar, wenn man glaubt, das Fernsehen lügt, dann schaut man nur noch eben diesen YouTube-Channel und dann kann eben besonders viel Werbung eingeblendet werden. Mhm. Mittlerweile haben große Plattformen da so ein bisschen nachgesteuert. Es gibt auch hier und da Faktenchecks. Ist aus meiner Sicht überhaupt nicht ausreichend. Und was mir große Sorge macht, ist vor allem TikTok. Unter Jugendlichen extrem beliebt. Und man muss ja sagen, das ist eine Plattform, die quasi nur auf einem Empfehlungsalgorithmus basiert. Das heißt, man sitzt davor wie vor so einer Art Futterklappe. Man macht immer ein Video weiter. Und je nachdem, ob man eine Sekunde länger oder weniger zögert, schließt der Algorithmus daraus, okay, das interessiert die Person. Und da kann man sehr schnell in auch esoterische Impfgegner-Milieus, verschwörungsideologische Milieus sozusagen halt eben hingeschickt werden. Und man sieht dann sogar gar nicht mehr die Alternativen. Man merkt gar nicht, man ist im Kaninchenbau. Das ist noch viel extremer als die Diskussion, die wir um YouTube hatten. Und da bräuchte es aus meiner Sicht dringend vor allem auch Transparenz und auch überhaupt eine gesellschaftliche Debatte. Finden wir das so in Ordnung, ne? Solche Social-Media-Strukturen? Oder braucht es irgendwelche Safeguards, auch unabhängige Safeguards, abseits von einem Unternehmen, das seinen Gewinn natürlich maximieren will? Wir haben jetzt vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man da auch gegenargumentieren, was kann man als Alternativen bieten? Jetzt hat noch jemand gefragt, wie sollte man mit AnhängerInnen von Verschwörungsmythen umgehen? Und oder gibt es auch einen Punkt, an dem es schon zu spät ist? Also wenn Sie sagen, es gibt einen Punkt, da kommt man einfach mit noch so guten pädagogischen Angeboten überhaupt nicht mehr weiter. Frau Fast, Sie haben gerade schon genickt. Ich wusste nicht genau, an wen die Frage ist, weil Frau Nokon hat ja immerhin ein ganzes Buch dazu geschrieben, kürzlich. Aber ja, es gibt, also ich würde sagen, es gibt nicht die Standardantwort darauf, wie man mit Menschen, die Verschwörungsideologien vertreten, umgeht, weil es sehr davon abhängt, was das für eine Person ist und was die Beziehung zwischen den Personen ist. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ein politischer Umgang mit Verschwörungsideologien ganz anderer sein muss als ein persönlicher oder ein pädagogischer Umgang. Also während man pädagogischen und persönlichen eher, wenn man gerade also viel Wert auf die Person legt und die Person vielleicht sehr gern hat, darum bemüht ist, Brücken zu bauen, geht es politisch sehr viel darum, ausschließende Haltungen und Bewegungen und so weiter als solche zu markieren und auch sich an bestimmte Werte zu halten, die wir als Gesellschaft uns gegeben haben. Und was so den persönlichen und pädagogischen Umgang angeht, da kommt es auch sehr darauf an, habe ich zu der Person eine feste Bindung und möchte ich, dass die Person, also ne, sozusagen den Kontakt unbedingt aufrechterhalten, würde ich mich anders um diese Person bemühen, als wenn ich, ne, wenn es einfach nur eine Bekannte ist, wo ich einfach sagen kann, nee, ich habe keine Kraft oder keine Kapazitäten, mich darum zu kümmern. Denn eins ist klar, gegen Verschwörungsideologien reicht nicht ein Gespräch. Ne? Also es reicht nicht, ein Gespräch mit einer Person zu führen und schon ist alles anders. Also die Erfahrung haben wir alle wahrscheinlich gemacht. Sondern das ist eher ein Marathon, eher eine längere Angelegenheit, sich darum zu bemühen. Und das muss nicht auch nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt sein. Da muss man auch, glaube ich, sehr, das sagen wir immer wieder in unseren Seminaren, auf die eigenen Grenzen und die eigenen Kapazitäten achten, dass man sich selbst nicht in irgendwas total doll verrennt und dann am Ende sich selbst vielleicht gefährdet auf irgendeine Art und Weise. Und dann helfen verschiedene Sachen. Ne? Also man kann, also sozusagen, was nicht hilft, ist immer wieder dagegen zu argumentieren. Ne? Also auf so einer faktischen Ebene in dieses Faktenping-Pong einzusteigen. Was viel mehr hilft, ist
vielleicht auf einer Metaebene immer wieder zu fragen, was die Bedürfnisse und die Ängste sind, die hinter diesen Äußerungen stecken. Also so sozusagen das ernst nehmen als so eine Abwehrhaltung oder so ein Weltbild und zu schauen, woher kommt denn dieses Weltbild eigentlich? Was wird damit eigentlich beschützt oder was wird dadurch angegriffen, was irgendwie als bedrohlich empfunden wird? Mhm. Und wenn sozusagen das alles nicht hilft und das nicht hilft, die Sache immer wieder zu adressieren, man aber das Gefühl hat, man will die Person trotzdem nicht verlieren, dann ist es auch völlig okay zu sagen, wir lassen das Thema jetzt einfach raus und sprechen nicht mehr darüber und behalten so eine Beziehungsebene aber bei, ne? Also gerade wenn es irgendwie um das eigene Kind oder um die Eltern handelt, will man ja vielleicht nicht die Beziehung abschreiben, weil da Verschwörungsideologien mit einer Rolle spielen. Also wie gesagt, also in einer radikalen Ausformung kann es wahrscheinlich auch keine andere, also sozusagen kann es sein, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt als einen Kontaktabbruch. Aber für viele ist es ja dann doch irgendwie die Ultima Ratio und davor gibt es noch ganz viele Eskalationsstufen. Und eine davon kann eben sein, zu sagen, okay, we agree to disagree. Mhm. Wir einigen uns darauf, du sagst das und ich sag das, wir reden einfach nicht darüber. Und auf einer Beziehungsebene kann man dann immer noch schauen, ob man für die Person Brücken baut, ob man mal nachfragt, ob man mal eine Perspektive öffnet. Mhm. Und dadurch vielleicht auf lange Distanz eine Person dazu bringt, ihr Weltbild zu überdenken oder zumindest in Frage zu stellen. Das ist das auch, was ich immer wieder anrege. Was so ein ganz kleiner Perspektivwechsel ist, wie wär's, wenn du nicht versuchst, eine andere Person zu überzeugen, sondern wie wär's, wenn du versuchst, sie erstmal zu irritieren oder erstmal sie dazu zu bringen, das überhaupt mal in Frage zu stellen. Mhm. Das kann auch schon sehr hilfreich sein. Frau Nukun, würden Sie auch sagen, das ist auch in einem pädagogischen Kontext, auch zum Beispiel in einem Volkshochschulkurs, auch kann ratsam sein, wenn man merkt, man kommt einfach auf keinen Nenner zu sagen, okay, we agree to disagree, oder was würden Sie raten, was kann man da noch machen, um an Menschen ranzukommen, die an Verschwörungserzählungen glauben? Naja, ich würde das schon mal unterscheiden zwischen einem privaten Setting, einem politischen Setting und vielleicht auch so einem Gruppensetting. Ja? Also auf politischer Ebene, glaube ich, tut uns mehr Abgrenzung gut. Ja, also ich finde nicht, dass Politik oder Politikerinnen sich mit Verschwörungsideologen an einen Tisch setzen sollen, wenn die an anderer Stelle gegen antisemitische, rassistische Inhalte verbreiten und dazu aufrufen, Galgen für Journalisten aufzubauen. Ja, also an der Stelle muss einfach auch klar sein, führt ein Gespräch dann auch zu nichts, weil gemeinsame Grundwerte, die Voraussetzungen für eine Diskussion in der Demokratie sind dann einfach auch nicht gegeben. In einem Gruppensetting würde ich immer dazu raten, zu widersprechen. Ja, also gerade, sobald mehr als zwei Menschen im Raum sind oder eben auch in einem Gruppenchat, wo auch immer, muss klar sein, dass man ein Signal aussendet, hey, nicht jeder glaubt das. Und da braucht es nicht immer die große Diskussion, dass man jetzt sagt, ich diskutiere 3 Stunden mit dieser Person und gerade im verschwörungsideologischen Kontext hat man eben auch oft so einen starken Bekehrungsdruck. Das heißt, Leute versuchen überall, wo sie sind, egal ob im VHS-Kurs oder auf der Arbeit, im Freundeskreis, immer wieder dieses Thema aufzubringen. Und da muss man irgendwo auch eine rote Linie ziehen und sagen, das ist nicht der Raum dafür, das ist nicht erwünscht hier. Ja? Kurz gegenüber der Gruppe mitteilen, so hey, ich glaube es nicht, das beispielsweise ist eine unseriöse Quelle, ne? Oder hier gibt es Faktenchecks zu, vielleicht in der Gruppe, Online-Gruppe den Faktencheck posten. Und das Ziel bei solchen Interventionen ist nicht unbedingt, mein Gegenüber zu überzeugen, weil das werde ich von der Gruppe innerhalb von 5 bis 10 Minuten wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ja, also wie gesagt, das ist ein Marathon und kein Sprint. Aber ich sende ein Signal an alle stummen Zuhörer und Mitlesenden aus. Ne? Sei vorsichtig, nicht jeder glaubt das. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, auch Menschen zu vermitteln in der Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologien. Klar, wenn ich unter 4 Augen bin, wenn es meine Schwester, mein Bruder ist und wenn ich irgendwann merke, inhaltliche Diskussionen, die prallen an der Person ab, dann kann man eben diese emotionalen Strategien austesten und schauen, ob man damit weiterkommt. Mhm. Aber gerade im öffentlichen Raum ist Gegenhalten wichtig. Und auf emotionaler Ebene ist es, also wenn man eine Beziehung zu der Person hat, dann kann es wirklich hilfreich sein, sich immer wieder zu fragen, was gibt dieser Glaube der Person? Ja, also das Gefühl, einzigartig zu sein, Aufwertung des Selbstwertgefühls,
Gemeinschaft, ja, oder halt irgendwie die Illusion von Kontrolle. Und wie kann ich quasi das substituieren in der Beziehung, die wir haben? Muss man sagen, also zwischen Lehrer und Schüler an der Volkshochschule ist das kein Rahmen für eine Beziehung, wo ich das leisten kann. Was aber Volkshochschule, finde ich, schon leisten kann, ist beispielsweise dieses Wissen an Menschen weiterzugeben, die sagen, in meinem Umfeld habe ich dann eine Situation, mit der bin ich überfordert und ich brauche da eine Hilfestellung. Und das sehen wir eben natürlich auch an der Zunahme von Anfragen bei Beratungsstellen. Die Nachfrage nach solchen Inhalten ist immens. Sie haben jetzt gerade gesagt, gerade in so einem Gruppenkontext ist Gegenhalten ganz wichtig. Da kam jetzt noch eine andere Frage. Kann man auch statt quasi in diesem Dagegen zu denken, kann man auch Menschen hin zu etwas anderem ziehen? Also kann man Menschen hin zu einem Beispiel einer angenehmeren Welt ziehen? Und was hat da schon mal erfolgreich hingezogen? Also ich verstehe das so eben, den Menschen Alternative zu bieten zu der Verschwörungserzählung, die positiver aussieht und realistischer ist und weniger gefährlich. Ja, also was Sinn machen kann, ist beispielsweise die sogenannte Common Ground Strategie. Das heißt, ich überlege mir, was war der Ausgangspunkt des anderen, sich mit dieser Verschwörungserzählung zu beschäftigen. War es vielleicht eine Frage, die wir alle haben, ne? Also warum ist die Welt so ungerecht, ne? Warum gibt es hungernde Kinder in der Welt und andererseits sitzen Leute auf Yachten? Das sind alles Fragen, die haben wir alle. Und da eben klar zu machen, naja, das ist das, was uns verbindet. Diese Ungerechtigkeit sehe ich auch, diesen Missstand sehe ich auch, das bestreite ich nicht. Da sind wir auf einem Nenner. Und dann aber klar zu machen, so, hey, nur weil ich dieses Problem auch sehe, heißt es nicht, ich komme zu demselben Ergebnis wie du. Aber dann beispielsweise sagen, ich bin neugierig, wie kommst du zu dem Ergebnis? Mhm. Da muss man aber, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein mit so Frage, Strategien, ist das in einem großen Setting? Wenn das in einem großen Setting ist mit anderen Leuten, dann gebe ich eben durch so eine Fragestruktur natürlich auch eine Bühne frei, dass der andere seine Verschwörungserzählung ausbreiten kann. Wenn wir aber unter vier Augen sind, ist das was anderes. Und was da auch eine gute Frage sein kann, ist, was würde dich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Und wenn der andere darauf keine Antwort weiß, dann bringt ihn das vielleicht so auf die Idee, naja, also vielleicht ist das längst schon eine Überzeugung, eine Ideologie, ein Glaube und gar nicht so faktenbasiert, wie ich mir das selbst vielleicht auch zurechtgelegt habe. Man muss sich ja auch klar machen, nicht nur wir haben vielleicht ein gewisses Bild von Anhängern von Verschwörungsideologien, sondern die haben auch ein gewisses Bild von uns. Also beispielsweise glaubt alles, was die Regierung sagt, ist überhaupt nicht kritisch. Mhm. Und da immer wieder auch dieses Fremdbild ins Wanken zu bringen, so was eben auch in Verschwörungsideologien kommuniziert wird. Das heißt, wir sind die Erleuchteten, wir haben den Durchblick, die anderen sind vollkommen unkritisch. Das immer wieder zu hinterfragen und dann eben aber auch dieses kritische Denken vom anderen einzufordern. So, naja, du sagst doch, du guckst dir deine Quellen genau an. Also beispielsweise, wie ist das denn bei der Quelle, die du mir hier präsentierst? Mhm. Das auch wirklich immer wieder einzufordern. Mhm. Wobei man da eben auch sagen muss, es kann wirklich sehr schnell da an einen Punkt kommen bei inhaltlichen Diskussionen, wo man einfach merkt, man kommt inhaltlich nicht weiter. Und dass man wirklich eher dann guckt, auf der emotionalen Ebene ist da vielleicht noch ein Weg. Mhm. Wir nähern uns jetzt tatsächlich einer Stunde. Ich glaube, was man merkt an dem Thema ist, dass es eben so riesig ist. Ne? Also angefangen davon, selber Verschwörungserzählungen erkennen zu können, bis hin zu verschiedenen Strategien, was man machen kann. Und ich glaube, es kann auch gar nicht der Anspruch sein, das jetzt in einer Stunde so komplett abzufertigen. Deswegen finde ich das auch total verständlich, dass es jetzt mehrere Fragen gab, wo man dann sich weiter informieren kann. Also zum Beispiel möchte jemand wissen, gibt es Kurse, wo man, glaube ich, lernen kann, damit umzugehen und auch, wie man dagegen halten kann. Und jemand anderes fragt, wo können sich Angehörigen hinwenden, wenn sie lernen möchten, wie sie agieren können. Also haben Sie da vielleicht Tipps, wo kann man sich weiter informieren, wo kann man Unterstützung bekommen, wo kann man vielleicht auch weiter lesen? Ja, also meine Co-Autorin Pia Lamberti und ich, wir haben zufällig zwei Bücher zum Thema geschrieben. Das eine Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Da geht es vor allem eben auch um so eine Beleuchtung der Szene. Naja, was ist denn überhaupt die verschwörungsideologische Szene? Was gibt es da für unterschiedliche Narrative? Also von rassistischen, antisemitischen bis hin zu auch Verschwörungserzählungen zum Thema Klima beispielsweise. Und wie ist der Zusammenhang mit der Esoterik-Szene? Was sind die psychologischen Hintergründe? Und in unserem zweiten Buch, Two Facts, geht es wirklich vor allem darum, naja, Umgang im privaten Umfeld. Ne? Was mache ich, wenn Schwester, Bruder, Mutter, Vater an so etwas glauben? Und wir machen auch Lesungen zum Thema. Immer mal wieder, muss man mal schauen, wenn man uns irgendwo findet. Man kann uns natürlich auch einladen.
Und davon abgesehen raten wir auch wirklich, wenn man sagt, wir haben einen konkreten Fall in der Familie, wir haben schon viel versucht und wir kommen einfach nicht weiter, wir machen uns Sorgen, dass man da aber auch wirklich sagt, wir gehen zu einer professionellen Beratungsstelle. Also das können entweder die Sektenberatungsstellen sein, also da läuft das unter der Rubrik Psychogruppen. Die haben wirklich eine langjährige Erfahrung, weil auch viele Strukturen ähnlich sind wie bei Sekten. Dann mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist auch eine gute Anlaufstelle. Und es gibt mittlerweile in einigen Bundesländern auch spezialisierte Beratungsstellen zum Thema Verschwörungsideologien, beispielsweise Veritas in Berlin, aber es gibt auch noch andere, die jetzt neu gegründet wurden oder im Aufbau sind. Und da, wenn man Glück hat und die Kapazitäten da sind, bekommt man wirklich einen Berater, Beraterin und kann dann regelmäßig mit dieser Person telefonieren, also oder Videokonferenz machen, wie auch immer, oder vorbeischauen und einen Abgleich machen. Was habe ich versucht? Hat sich was zum Positiven verändert? Wie hat die andere Person reagiert? Und oft hilft es allein schon, jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann, der ein Profi ist, der einem auch ein bisschen diese Schuldgefühle nimmt. Weil das erleben wir ganz häufig, dass das Umfeld sich unglaubliche Vorwürfe macht und sich immer fragt, hätte ich was anders machen können? Mhm. Frau Fast, würden Sie sich dem anschließen? Haben Sie noch weitere Tipps, wo man sich informieren und hinwenden kann? Genau, auf jeden Fall sehr gute Hinweise zu den Beratungsstellen. Das wird, glaube ich, auch jetzt immer wichtiger, das Thema. Ich glaube, die meisten, also die ich kannte, hat jetzt Frau Nokun auch schon genannt. Das Einzige, was mir jetzt noch für Sachsen eingefallen ist, ist das Aussteigerprogramm. Die beraten, machen auch so Umfeldberatung, auch für Personen im verschwörungsideologischen Milieus. Und zum Thema politische Bildung zu Verschwörungsideologie, da gibt es also natürlich die Amadeo-Antonio-Stiftung, die das ganz viel macht und auch ganz viel Materialien dazu rausgibt. Man kann uns auch anschreiben und wir können da auch spezifische Angebote machen oder weiterverweisen an Kolleginnen. Es gibt aber auch natürlich auch noch andere Stellen, die KIGA, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus oder auch die Bildungsstätte Anne Frank. Da gibt es, also ich glaube, auch regional sehr viele spezifische Anbieterinnen für sehr gute politische Bildungsangebote, eben auch für Lehrkräfte, wo man sich auch Fortbildungen zusammenstellen kann. Also wir in Sachsen bieten zum Beispiel auch wirklich dezidiert Fortbildungen für Lehrkräfte an, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung, weil wir davon ausgehen, dass Lehrkräfte durch den stetigen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern eben viel mehr bewirken können als einzelne Workshops oder einzelpädagogische Maßnahmen wie so ein Projekttag zum Thema Verschwörungsideologie oder so. Insofern ist es gut und finde ich wichtig, Pädagoginnen, Fachkräfte dazu zu ermutigen, sich zu dem Thema zu informieren und fortzubilden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren ganz viele Tipps und der erste Teil der Veranstaltung wurde ja auch aufgezeichnet. Also man kann sich das dann bald nochmal auf YouTube anschauen und nochmal vielleicht auch die einzelnen Tipps nochmal notieren. An der Stelle möchte ich erstmal sagen, vielen Dank an Sie, Frau Fast und Frau Nokun, dass Sie heute hier waren. Und genau, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema für eine Stunde, aber doch, glaube ich, einen sehr guten Einblick und Anhaltspunkt gegeben haben, wo man auch weitermachen und weiterdenken kann. Und natürlich auch vielen Dank an Sie alle, die uns heute zugeschaut haben.